Gut, dann wünsche ich erstmal einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer heute zum JFD Workshop mit dem besonderen Vehikel DAX-Handel. Das dürfte wahrscheinlich bei jedem hoch im Fokus stehen. Ist ja das beliebteste Underlying überhaupt. Und hier geht es eben auch primär mal um die Frage CFD versus Xetra, Schrägstrich vielmehr Future. Weil, wie wir dann im weiteren Verlauf feststellen werden, ist Xetra ja mehr oder weniger nur eine Indikation, die so nicht gehandelt werden kann, bis eben auf dessen, dass es da verschiedene Derivate, Produkte gibt, die Xetra sozusagen spiegeln. Und wir wollen heute, wie gesagt, ein Stück weit Licht ins Dunkel bringen. Und wenn ich schreibe, beziehungsweise vielmehr sage wir, dann meine ich meine Wenigkeit Chris Kemmerer und meinen heutigen Gast, bin sehr glücklich darüber, dass sich Jens Klatt Zeit genommen hat, auch heute hier beizuwohnen. Vor dem Hintergrund, dass wir uns einfach hier sozusagen zu zweit dem Thema widmen, auch natürlich dessen wissend, dass Jens ja hier auch einen großen Vorlauf in der Broker- und Bankenbranche hat und hier uns sicherlich auch noch ein paar interessante Skills mitliefert. Jens, sag doch mal Hallo in die Runde. Hallo. Kurz und schmerzlos, so ist das, aber wie wir unseren Jens kennen, wenn ich ihm nachher das Zepter der Macht gebe in Sachen Bildschirm und natürlich auch Ton, dann geht es auch zur Sache. Wie gesagt, wir haben ein paar Inhalte mitgebracht und wir wollen heute hier ein Stück weit aufklären, eben vor dem Hintergrund, dass es hier und da doch durchaus mal Missverständnisse gibt im CFD-Pricing, beziehungsweise ohnehin eben dem Tatbestand, wo der Unterschied liegt im CFD-Handel und überhaupt. Und ich habe erstmal unsere Startzeit hier an den Mann gebracht, beziehungsweise auf den Bildschirm, liebe Leute, dass ihr hier sozusagen natürlich den Eindruck gewinnt, was uns auszeichnet. Wir haben ja nicht nur Kunden, also JFD-Kunden bei uns, sondern sicherlich auch Gäste, die denn da hier sozusagen neu sind, beziehungsweise den Markt erstmal herantasten. Und was de facto hier wichtig ist, das ist natürlich die Schlagzeile schlechthin. Wir behaupten nicht nur, dass wir transparent und fair am Markt aktiv sind, sondern wir können es auch nachweisen, liebe Leute. Und da schließt sich auch ein Stück weit der Kreis in Sachen des CFD-Handels, wo ich jetzt einleitend so ein Stück weit eben mal drauf eingehen werde und euch da auch sozusagen abhole, im Sinne dessen, was wir anders machen als viele andere Broker, trotz dessen, dass natürlich ein CFD ein Produkt ist, was von irgendeinem erschaffen werden muss, aber nicht wir bei JFD Brokers sind die, die hier den CFD auflegen oder auch anbieten, sondern wir haben auch hier ähnlich dem Forex-Markt einen Liquiditätspool, der uns sozusagen versorgt und hier mit den entsprechenden Produkten bedient und wir nicht in diesem, ja, buchstäblichen Interessenskonflikt sind, gegen den Kunden zu handeln. Und da will ich euch einfach mal zu Beginn mal zeigen, warum wir da eben ein Stück weit anders sind und eben auch dann den einen oder anderen Punkt erläutern, was uns sozusagen anders definieren lässt. Und wenn wir eben hinter die Kulissen blicken und eben auch einen fairen Handelsverlauf abklären wollen, dann ist es nämlich so, dass grundsätzlich ja mal die Fragen zu klären sind, ob der Broker eine Market Maker Lizenz hat, ja, und warum, wenn er fair handeln will. Also Market Making per se muss nicht schlecht sein, ja. Es ist praktisch nichts anderes als die Möglichkeit, ja, Preise oder Produkte anzubieten, die dem Kunden die Möglichkeit geben, am Markt zu partizipieren. Ja, ob das jetzt beispielsweise südafrikanische oder südamerikanische Explorer CFD Minenaktien sind oder was auch immer. Letztlich ist einfach mal eine grundlegende Frage, besitzt er eine Market Maker Lizenz? Wenn ja, nutzt er sie auch und inwiefern nutzt er sie? Es gibt sicherlich einige Broker, die nutzen dies zum Übermaß, sprich es wird viel ins eigene Buch genommen. Was heißt das, ins eigene Buch? Das ist nichts anderes, als dass man praktisch an den Kundenverlusten partizipiert, sprich der Verlust des Kunden ist praktisch der Gewinn des Brokers. Und in diesem Interessenkonflikt stehen wir eben nicht, weil wir noch nicht mal eine Market Maker Lizenz besitzen. Also JFD Brokers, nochmal zur Aufklärung, darf das gar nicht tun. Dann nächster Step, der wichtige Thema STP, hört man immer mal wieder. Wie kann man es nachweisen? Wie ist da praktisch die Transparenz wirklich gegeben am Markt? Und DMA, ihr seht es ja hier, heißt ja praktisch der direkte Marktzugang, Direct Market Access, sozusagen, dass die Orders an einen Markt gehen, an einen Pool und natürlich dann hier Straight Through Processing, STB, praktisch die beste Preisfindung innerhalb des Liquiditätspools, beziehungsweise hier eine Preisfindung, die überhaupt dann erstmal stattfindet und mehrere Preise abklopft. Und das ist von unserer Seite heraus erstmal das ganz klare Branding bei JFD Brokers, dass wir eben sagen, wir bieten genau dies und können es eben durch unseren Post-Trade-Report, die Post-Trade-Transparenz nachweisen.
wie das aussieht, dazu haben wir schon verschiedene Seminare und auch Webinare gegeben. Könntest du auch ganz leicht auf unserer Seite nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe ja hier vorhin schon dargestellt, mit diesem Teaser-Eingang finden Sie heraus, wie. Draufklicken und dann seht ihr mal hier ein Stück weit den Unterschied unsererseits und natürlich dann eben auch den Post-Trade-Report, wo nachgewiesen wird, dass wir eben nicht gegen euch handeln. Ganz, ganz wichtig. Bei einem CFD gibt es aber natürlich auch bei, gerade beim DAX-CFD, natürlich eine Gegenpartei, die das Ganze auflegt. Aber diese Gegenpartei, wie gesagt, sind nicht wir, sondern eben ein Market Maker, mit dem wir im Kontext stehen, der sozusagen uns die Preise bietet. Und da ist es ein Prinzip, was ich jetzt mal vom FX-Markt her beleuchten will, weil da gibt es einen Liquiditätspool und ein ähnliches System haben wir praktisch auch bei unserem CFD-Angebot. Gut, aber im Sinne des Angebots, wovon ich ja sprach, also hier direkter Marktzugang und eben hier die Preisfindung, führt natürlich im Weiteren zu einer interessanten Frage, nämlich mit wie vielen Liquiditätsanbietern arbeitet der Broker eigentlich? Wir haben im Forex-Bereich die Tier-1-Banken und einen Pool, der aus über 20 Banken besteht, wo auch, wie gesagt, Hedgefonds mitspielen und große Liquiditätsadressen. Im CFD-Bereich sind es weniger, aber auch hier ein Mix aus Anbietern von Market-Makern, die uns sozusagen mit CFDs versorgen, um ihnen praktisch dann eine faire Ausführung zu bieten. Und wenn wir uns mal kurz den Verlauf beim Forex-Handel und auch CFD-Handel anschauen wollen, gleich gehe ich nochmal auf die Folie ein, da will ich gar nicht drüber springen. Die unumstößliche Wahrheit, die auch der Jens in einem seiner Vorträge immer mal wieder gern zur Betonung bringt, ist eben die 90-90-90-Regel. Und ihr könnt es ja lesen, liebe Leute, das ist leider Gottes die bittere Wahrheit, dass die Masse natürlich verliert. Und hier natürlich innerhalb kurzer Zeit, 3 Monaten, eben auch die Masse des Kapitals vernichtet wird und nach 6 Monaten sozusagen das Kapital in der Regel komplett verschwunden ist. Und die Versuchung natürlich, das ins eigene Buch zu nehmen, B-Booking zu betreiben, Dealing Desk und eben hier als Market Maker selbst Produkte aufzugeben, ist natürlich sehr, sehr hoch. Und wie ich vorhin schon sagte, neben Spread und Kommission ist natürlich dann der Kapitalverlust des Traders, der Gewinn des Brokers. Und das kann unseres Erachtens deswegen im Just Fair Direct nicht in dem Interesse stehen und deswegen eben die Frage nach dem Liquiditätspool. Und da sind wir mit unserer Multibank-Liquidität wirklich sehr breit aufgestellt. Das heißt eben, dass wir hier am Interbankenmarkt aktiv sind und hier eben einen Preisprozess anbieten oder auch einen Ausführungsprozess, der seinesgleichen sucht. Und hier mal unser System, ich sage es mal vorsichtig ausgedrückt, dargestellt, wie das im Background abläuft. Da gehe ich, wie gesagt, relativ schnell jetzt drüber, weil wir uns den CFDs jetzt gleich zuwenden wollen. Das sind Sie sozusagen als Kunde. Bitte ask, Sie wissen Bescheid, Ankauf- und Verkaufspreis wird sozusagen hier immer im Sekundentakt, im Millisekundentakt dargestellt. Jetzt, wie gesagt, exemplarisch Forex. Wir gehen dann gleich zum CFD. De facto haben wir den MetaTrader geöffnet, um, und dafür war er ja ursprünglich auch gedacht, sozusagen ein reines internes System zu erschaffen. Es war gar nicht daran gedacht, den zu öffnen und eine Multibank-Liquidität daran anzuschließen, so zumindest die Anfänge des MetaTraders, also ein reines Market-Making-Tool mehr oder weniger, die Bridge, die Brücke, die Technologie, die das aber Ganze aufgerissen hat, bietet uns den Zugang hier zu den Aggregatoren, die dann wiederum, und das ist nichts anderes, also nachdem wir den MetaTrader öffnen, um mit den Preisen rauszugehen, Viva Bridge, findet sich hier bei den Aggregatoren, das ist so eine Art, man kann sich das mal vorstellen, als Bussystem, als Preisbussystem, also wie so ein Bahnhof, wo die Preise alle reinschießen und rausschießen. Ihr seht ja hier die ganzen Pfeile, die exemplarisch rein und rausgehen. Hier wird im Millisekundentakt der Bid und Ask letztlich abgefragt und hier aus diesem Pool, wie gesagt, beim Forex-Markt der beste Ask und Bid rausgesucht und das, wie gesagt, zu euch transferiert. Und das ist das System, grob gesprochen, wie wir hier Sie als Kunden mit unseren Pricings versorgen. Die Aggregatoren, wie gesagt, bieten hier als Technologieanbieter die Schnittstelle, wie bei STP die Preisbindung herbeizuführen und das eben an Sie durchzurouten. Der Witz ist jetzt, wenn man sich sozusagen das Brokerage vorstellt, ist das eine sehr interessante Sache und auch eine sehr transparente Sache. Und wenn ihr den Post-Trade-Report ausführt, also diesen für einen Trade anfordert, würdet ihr dann sehen, hat mich die UBS ausgeführt, zu welchem Preis, zu welcher Zeit, gab es positive, negative Slippage, sprich, wir haben an den Preisen hier überhaupt nichts rumgespielt oder irgendwelche Manipulationen vollzogen. Das eben im Sinne der Fairness und Transparenz. Und neben dem Technologiesystem, was eben hier die Preisversorgung sicherstellt,
ist es eben so, dass wir hier auch mit den Core-Spreads daherkommen. Das ist die fünfte Nachkommastelle am FX-Markt und das ist etwas, was bei manchen Brokern erst vor wenigen Jahren eingeführt wurde. Da gab es nämlich bis dato immer nur vier Nachkommastellen und auch das natürlich ein riesen Quantensprung, den wir schon von Beginn an mit verfolgt haben. Gut, das ist unser System. Widmen wir uns jetzt mal dem, wie es bei einem Market Maker aussieht. Da ist es im Prinzip so, dass Sie gegen den Broker handeln, auf gut Deutsch. Ja, also die Order, die Sie aufgeben, die findet keinen Weg ins Universum des breiten Marktes, der breiten Liquiditätsanbieter, des fairen Interbankenhandels. Nein, die Order bleibt letztlich in einem sich geschlossenen Kreis existent. Und wohlwissend der 90-90-90-Regel ist es natürlich durchaus verlockend, wenn man Market Maker sein darf, eben dies auch auszuspielen. Ja. Es werden auch wie bei Algorithmen gewisse Kundenprofile ausgelesen. Man kann nach relativ kurzer Zeit schon feststellen, handelt es sich hier um einen profitablen Trader oder nicht. Und ergo verwechseln viele das professionelle Anlegen, das Traden eben mit einem Stück weit Kick-off im Dschungel, ja, am Finanzmarkt, also schnell die Rendite ziehen und reich werden mit ein paar Mausklicks. Das führt ja letztendlich meistens zu dem de facto des Verlierens und das wird aber im groben Stil eben auch ausgenutzt und deswegen kommt es häufig dazu, dass die Orders gar nicht rausgehen. Das klassische Market Making per se funktioniert ja auch mit einer gewissen Absicherung, wie wir dann gleich bei dem DAX-CFD-Handel sehen werden. Sprich, per se kann jeder Market Maker natürlich euch die Produkte stellen und wenn er nicht gegen euch direkt handelt, ist die Möglichkeit gegeben, dass er sich theoretisch am Markt absichert. Ja? Also praktisch einfach seine Position matcht sozusagen und dann entsteht da auch kein Interessenskonflikt. Und es gibt auch Market Maker, die das genauso durchführen. Deswegen kann man per se einen Market Maker nicht verteufeln. Das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Die Versuchung ist aber nur groß, es eben zu tun. Und wenn man sich am Markt nicht abhatcht gegen die Kundenposition, dann ist es eben wirklich so, dass man an den vollen Verlusten partizipiert vom Kunden oder wenn der Kunde gewinnt, als Broker dann sozusagen einen Verlust macht. Und das schaut man sich sicherlich nicht lange an. Aber das als kurzen Vergleich mal hier vom FX-System. Und jetzt haben wir hier sozusagen die Darstellung unseres CFD-Systems, ein Stück weit kleiner. Im Prinzip haben wir hier die Brücke, die uns auch nach außen lässt. Und das sei jetzt gleich mal erklärt beim CFD, bei unseren Index-CFDs, gerade wenn wir vom DAX sprechen, haben wir einen gemittelten Preisfeed, der sozusagen mit Absprache der Liquiditätsanbieter, also der Market Maker auf der anderen Seite, uns hier diese Möglichkeit gibt, eben Produkte anzubieten, die wir selbst nicht auflegen können und aber hier eben auch mit dem garantierten Spread von einem Punkt daherkommt und unser Price Feed gibt sozusagen hier, das seht ihr am MetaTrader eben, den jeweiligen Bid und Ask vor. Genau. Und wenn ihr diese Ausführung tätigt, dann geht es über die Bridge hier in diesem Pool und die Liquiditätsanbieter nehmen diese Orders an oder wenn sie sie nicht abnehmen, switcht es zum nächsten und diese Order wird, und ihr werdet das auch wissen, wir haben hier einen Fill-or-Fill-Modus bei JFD, das heißt, wir haben keine Recalls oder Order-Ablehnungen, das heißt, die Order wird zu 100% ausgeführt, dazu kommt es und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Da haben wir auch einen schönen Bericht, das kann ich euch dann gleich nochmal im Nachgang zeigen, von Q1 2017, wo eben auch hier im Brokerage-System in der Abfrage nachweislich eben keine Recalls erfordert sind. Das heißt, Fill or Fill, die Order, also Buy or Sell geht raus und dann wird die genau wie am FX-Markt hier im CFD-Bereich aufgrund unseres Pools, wir sind nicht alleine, wir haben nicht nur einen Anbieter, wir haben mehrere, die dann praktisch hier euch bedienen. Und per se ist es, wie gesagt, ein ähnliches System wie am Forex-Markt, nur eben, dass wir hier einen Price-Feed haben, an dem sich die LPs orientieren und dieser Price-Feed mittelt sich wiederum aus den Preisen, die von den LPs kommen. Und das Ganze funktioniert eben vor dem Hintergrund, dass wir nie in dem Interessenskonflikt stehen. Bei einem Market Maker sieht es, wie gesagt, ein Stück weit anders aus. Da verschwindet das ganze Rahmenbedingungsbild wieder. Und natürlich, der Market Maker kann sich auch absichern. Da haben wir keinen Interessenskonflikt, auch auf dieser Seite nicht. Aber in der Regel stellt sich mir die Frage, ob es eben getan wird. Will ich mir auch gar kein Urteil erlauben. Wie gesagt, wir bei JFD können hier mit Transparenz agieren und das auch nachweisen eben durch den Report. Und insofern, liebe Leute, will ich euch einfach dann jetzt mal ein Stück weit auf die Reise vom DAX mitnehmen und eben auch direkt vom Trading. Ihr wisst ja, wir haben hier verschiedene Märkte. Können Sie euch auf unserer Seite natürlich transparent durchschauen. Jetzt zuletzt auch die Bitcoins. Da gibt es ja auch eine Präsenzbörse und wir haben die Bitcoins hier auch als CFD-Produkte gelauncht, in Absprache wiederum mit Anbietern von CFDs, die uns das zur Verfügung stehen. Und da kommt unser Agenturmodell wieder zum Greifen, sprich, dass wir intermediär eben hier als Vermittler aktiv sind. Gut, Indizes haben wir hier. Hier gibt es im Prinzip die ganzen Rahmenbedingungen, welche Indizes wir anbieten, wie die Handelszeiten sind, etc., etc., etc.
Und es ist natürlich auch de facto so, dass Sie als Kunde, und da kommen wir jetzt so ein Stück weit auch in die Thematik, natürlich mit einem CFD einen gewissen Vorteil am Markt genießen. Ja? Wie gesagt, ich leite dann gleich mal an Jens über, der kann uns da noch ein Stück weit Hintergrundinformationen geben, gerade wenn es eben auch darum geht, wenn man am Markt agiert oder auch jetzt gerade mit dem Future-Markt im Kontext geht. Nennt sich Fair Value Adjustments, gerade wenn es darum geht, auch dass man sich wirklich am Markt abhatcht als CFD-Anbieter, ist ja auch die Frage, wie kommt der Preis zustande? Und es gibt häufig immer das Aufmuckern nach dem Motto, hey, der Xetra DAX steht jetzt bei 12.800 und unser Xetra DAX steht bei 12.803 oder 804. Warum diese Abweichung? Das, wie gesagt, lässt sich aus vielerlei Gründen erklären, was eben zum einen mit dem Fair Value Adjustment zusammenhängt, wo eben auch die CFD-Anbieter, wenn sie sich absichern, verschiedene Future-Kontrakte sozusagen natürlich als Hedge reinnehmen und das Ganze wiederum in den Kontext der Preisfindung ihres CFDs abbilden, denn ihr dürft nicht vergessen, der Xetra DAX als solches ist eine reine Indikation von eben den 30 Aktien im DAX. Den Xetra selbst kannst du so nicht handeln. Das Einzige, was gehandelt wird, ist der FDAX, der Future DAX an der Eurex. Und das ist auch genau das Instrument, wo sich jeder CFD-Anbieter als Market Maker letztlich, wenn er es denn tut, am Markt abhedged. Und das muss man auch immer ein Stück weit als Vergleichs- und Referenzwert nehmen, wenn man hier die Preise vergleicht. Natürlich versucht jeder Anbieter relativ nah am Xetra zu sein und auch Xetra und Future, also sprich der Spot- und Kassapreis im Vergleich zum Future, ist natürlich auch eine Geschichte, gerade wenn wir zu dem Auslauf von Kontrakten hinlaufen, wird es dann immer sehr, sehr spannend. Wie gesagt, da will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, das wird uns Jens jetzt nochmal dann im Detail erläutern, aber wenn ihr CFDs handelt, habt ihr natürlich zum einen, das seht ihr hier, den fixen Spread, den wir mit unseren LPs besprochen haben, von einem Punkt. Zudem ist der CFD gerade im 24-Stunden-Handel ein endlos Kontrakt. Ja, ohne Rollkosten, gerade im Future-Markt sind die Rollkosten auch ein Thema. Dann natürlich Future-Kontrakt, wenn ihr den vollen Future handelt, 25 Euro je Punkt. Der Mini-DAX, okay, 5 Euro, aber das Ding hat kaum Liquidität und glaubt mir, der Spread liegt deutlich über 2 Punkten. Da reden wir zwischen 2 und 3 Punkte Spread beim Mini-DAX und auch beim realen DAX haben wir einen weitaus höheren Spread. Dann eben von der Seite sprechen, 5 Euro schrägstrich 25 bei den CFDs klassisch 1 Punkt 1 Euro, jetzt aber auch die Mini-Lots möglich, wo ihr mit 10 Cent je Punkt handeln könnt. Also optimales Risk- und Money-Management möglich. Zudem, ganz klar, JFD hat seit Ende Januar keine Nachschusspflicht. An jedem Terminmarkt der Welt, an jeder Future-Börse habt ihr, wenn ihr Margin Call habt, eine Nachschusspflicht. Sprich, das Risiko nehmt ihr voll aufs eigene Haus. Wenn es schief geht, gibt es bei uns nicht. Nachschusspflicht ist abgeschafft seit Ende Januar. Zudem habt ihr dann noch die Möglichkeit, mit einem Hebel zu agieren. Sprich, der Broker, wir geben euch eben je nach Hebeladjustierung eine Möglichkeit, mit einem geringen Kapitaleinsatz eine große Summe am Markt zu bewegen. Und das, wie gesagt, zu Sonderkonditionen, wo man immer ein Stück weit wieder die Realität packen muss. Wenn man sich nämlich denn da tatsächlich am Future-Markt bewegt, sind die Rahmenbedingungen ganz andere. Und das sind einfach mal die, ich will es mal kurz sagen, die kurzen Vorteile von den CFDs, um jetzt nochmal kurz Jens abzufragen, ob du überhaupt noch da bist oder ob ich dir jetzt hier, sage ich mal, alles abgeredet habe oder du sozusagen schon eingenickt bist. Ich will es nicht hoffen, Jens. Ich bin weder eingenickt, noch hast du alles schon gesagt, was ich noch zu sagen habe. Ich lausche dir, ich bin begeistert, ja, ob deines tiefgründigen Wissens. Das ist der Knaller. Du Chef. Also ich weiß, also ich versuche jetzt anzuknüpfen, aber ich glaube, das wird echt schwierig. Jens, du reitest wieder den Schalk, du Schelm, Schalk und Schelm reimt sich so. Aber letztlich, liebe Leute, ja, es ist uns ein Anliegen, das eben mal ein Stück weit auch zu durchleuchten. Und man muss eben auch immer überlegen, und dann gebe ich, wie gesagt, gleich mal das Wort an Jens, damit wir uns ein bisschen die Bälle auch hin und her spielen, dass man sich eben immer klar darüber sein muss, an welchem Markt man hier agiert und mit welchen Konditionen auch. Ja, also wo wir angefangen haben, Jens und ich, das war gut vor 15 Jahren. Im Jahr 2000 hatte ich meine erste Aktie gekauft und habe mich dann überhaupt so an die Spekulation mit Optionsscheinen damals noch und den anderen Märkten daran getraut. Und da hätte man natürlich von Spreads von einem Punkt geträumt, beziehungsweise auch von solchen Sonderkonditionen, wie es die denn heute gibt. Und da muss man immer aufpassen, wenn man eben hier auch den Broker selbst eben in einer gewissen Art und Weise, stückweise verurteilt dafür, dass der Xetra-Preis nicht exakt der CFD-Preis sein kann. Dazu, wie gesagt, würde ich aber jetzt das Wort auch mal an Jens geben wollen, gerade auch in der Geschichte mit Backwardation und Contango, gerade die Geschichte bei den Future-Kontrakten, die dann zum Auslauf dann ganz spannend werden. Und da würde ich dann, liebe Leute, gleich mal dem Jens den Bildschirm geben, damit er auch nicht von der Monologie meiner Stimme da irgendwie weichgekocht werdet.
freue mich auf jeden Fall auf Jens seine Inhalte und wie gesagt, wir spielen uns die Bälle ein Stück weit hin und her. Wir haben jetzt noch einiges an Zeit, die wir sicherlich auch auskosten werden. Ich würde jetzt dann den Bildschirm mal rübergeben. Wait a little second. Jens, pass mal auf. Du hast ihn ja schon geholt, du Fuchs. Ja, wir haben ja nur eine Stunde, also da müssen wir jetzt optimieren. Ich habe so gesehen, also wenn ich das richtig sehe, kurz mal Feedback, Hans-Joachim, du bist ganz Ohr, freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe, den anderen geht es genauso. Ihr seht den Bildschirm von Jens. Welcher Bildschirm wird übertragen? Ich sehe das Word-Dokument. Ich sehe ein Word-Dokument, Jens. Okay, das sollte es nicht sein. Ich mache mal ganz kurz den zweiten auf. Da habe ich nämlich schon einen kleinen Wikipedia-Artikel mal kurz rausgekramt. Weil du ja gesagt hast, also ich habe da ja auch diesbezüglich so Market Making, in Anführungsstrichen, aber in der Tat, es ist Market Making, was wir damals gemacht haben. Habe ich ein bisschen Erfahrung und da kommt dann eine Begrifflichkeit ins Spiel, welche ganz wichtig ist. Und zwar ist dann das Stichwort Skontro-Führer. Also Market Making ist ja gemeinhin ziemlich negativ behaftet, glaube ich. Also ich glaube, dafür haben auch einige Broker ja einiges getan im Laufe der Jahre, besonders zu Beginn der CFD-Branche, als diese ins Leben gerufen worden ist. CFDs gibt es ja in der Tat schon sehr, sehr lange, aber so beleuchtet, besonders in Deutschland, ist das ja erst dann roundabout 2000, oh, lass mich lügen, also kurz nach auf jeden Fall der Dotcom-Bubble war es, glaube ich, als die CFDs dann begonnen haben, ein Thema zu werden. Und es ist in diesem Zusammenhang natürlich so, auch dass JFD solch eine Erfolgsstory hinlegt, ja seit Ende 2011, ist ja keine Überraschung, weil viele Leute ja sehr, sehr viele negative Erfahrungen mit Market Making gemacht haben. Market Making aber als solches ist tatsächlich essentiell wichtig. Also im Zusammenhang mit FX zum Beispiel, wenn dort auf die Quotes von großen Liquiditätsprovidern, Tier-1-Banken und so weiter gehandelt wird, dann ist es ja gemeinhin so, dann sind das Market Maker, die machen uns einen Markt. Und genau das Gleiche machst du auch zum Beispiel an einer Börse, wenn du zum Beispiel Skontroführer bist. Also hier ist die Bezeichnung, ein Skontroführer arbeitet für die Firma eines Börsenmaklers, er ist für das Feststellen von Börsenpreisen an der deutschen Wertpapierbörse im Parketthandel zuständig. Ich finde das noch nicht so ganz, zutreffend. Wir müssen den Artikel ein bisschen weiterlesen. Zum Beispiel hier: Die Aufgabe eines Skontroführers besteht im Feststellen von marktgerechten Börsenpreisen aus seinem betreuten Skontro heraus. Ein Skontro ist ein elektronisches Orderbuch, in dem der Skontroführer alle vorliegenden Orders eines Wertpapiers sieht. Ja, also das heißt, ich konnte im Grunde genommen, wenn jemand die Aktie, die ich betreut habe, handeln wollte, dann konnte ich genau sehen, wer wollte zu welchen Kursen kaufen, wer wollte zu welchen Kursen verkaufen. Und es geht weiter hier in dem Text. Die Börsenpreise der meisten Wertpapiere werden nach dem Meistausführungsprinzip ermittelt. Dabei gilt es, den Kurs festzustellen, zu dem der größte Umsatz mit dem geringsten Überhang auf der Kauf- oder Verkaufsseite gehandelt wird. Zusätzlich muss die Kurskontinuität eingehalten werden, damit zu große Kurssprünge zum Beispiel, die mit einer Plus-Minus-Ankündigung vorher gemeldet werden, vermieden werden. So, das ist ein super interessanter Satz. Der ist für viele jetzt erstmal vielleicht noch ein Buch mit 7 Siegeln, aber ihr müsst euch das so vorstellen, es war ein offizieller Handelsplatz, also es gab ja die Börse Berlin, gibt es ja auch immer noch, und dort ist es eben so gewesen, da gibt es eine HÜST, eine sogenannte Handelsüberwachungsstelle. Und diese Handelsüberwachungsstelle, die sorgt dafür, die beobachtet das, was du da machst. Skontos werden dann zugeteilt. Es gibt auch sogenannte Designated Sponsoring und so weiter. Das ist dann eine besondere Betreuung des Aktienwerts. Aber Fakt ist auf jeden Fall, die werden durch diverse Skontren zugeführt als Makler. Und du musst dafür Sorge tragen, dass dann entsprechend nach diesen Kriterien, die gerade genannt worden sind, also sprich zum einen ein Kurs mit dem größten Umsatz, geringster Überhang auf der Verkaufsseite, Preiskontinuität, das sind Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und jetzt ist es dann entsprechend eben so, dass du als Börsenmakler in diesem Moment ein sogenannter Execution-Only-Trader bist. Du bist kein Prop-Trader, sondern Execution-Only-Trader. Da gibt es auch nur Unterscheidungen. Also ein Prop-Trader ist jemand, der handelt aufs eigene Risiko, geht Long oder Short im Markt. Also was ich zum Beispiel aktuell hier im Euro-Kanadischen Dollar mache, ja, das ist Prop-Trading. Das heißt also, ich habe hier eine Position, Euro-Cut-Short und fertig. So. Wenn ich als Execution-Only agiere, dann bedeutet das etwas anders. Da kommt jemand zu mir und der sagt, pass mal auf, ich möchte so und so viel
in dem Fall Aktie XY oder Devisen so und so viel kaufen. Was machst du mir denn für einen Preis? Also natürlich findet das alles elektronisch statt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass das eben nach diesen hier gerade geschilderten Kriterien stattfinden muss. Und ich nehme eigentlich kein eigenes Risiko aufs eigene Buch. Jetzt passiert aber Folgendes. Es kommt vor, dass du im Zuge hier, um diese Regel zu befolgen, die hier formuliert ist, den größten Umsatz mit dem geringsten Überhang zu diesen Kurs festzustellen und gleichzeitig eine Kurskontinuität festzustellen oder diese beizubehalten, dass du infolgedessen ins Risiko gehen musst. Du hast dann bestimmte Risikoparameter, die werden dir vorgegeben von deinem Senior-Händler an der Stelle. Und er sagt dann, pass mal auf, du kannst hier zum Beispiel, wenn jetzt jemand Google haben möchte oder sonst dergleichen, dann kannst du bis zu einem gewissen Punkt kannst du ins Risiko für die Firma gehen und kannst diese Position halten. Jetzt bist du Händler und du wirst nicht nur mit einem Fixum bezahlt, sondern du bist auch bezahlt beispielsweise mit einem Bonus, der abhängig gemacht wird von deiner P&L, also von den Gewinnen und Verlusten, die du erwirtschaftest. Und das bedeutet etwas anderes. Du willst gar nicht ins Risiko gehen und du willst auch nicht gegen den Kunden handeln, sondern was eigentlich dein Interesse ist, ist, dass du mit dem Eingehen deiner Position zum einen das erfüllst, damit dir nicht die Handelsüberwachung irgendwann mal kommt und sagt, sag mal, du bist das Konsum, du musst hier vernünftige Preise rechnen und im Sinne der Kunden, also des Endverbrauchers diese rechnen. Und du musst halt irgendwie versuchen, dennoch trotzdem einen Profit zu generieren. Jetzt bist du dann in der Situation, ich habe jetzt gerade von Google gesprochen, es gab auch sogenannte Freiverkehrswerte, die wir getradet haben, viele davon. Diese Freiverkehrstitel sind hoch illiquide. Das sind dann Penny Stocks teilweise, Pink Sheets, also so eine Sache, mit denen Jordan Belfort rumgemacht hat. Und jetzt stelle man sich mal Folgendes vor, du hast dort einen Wert, von dem hast du keine News, außer dass du weißt, dass irgendwie ein Marktschreier bei NTV oder N24 gerade diesen Wert empfohlen hat, die alle die Bude einrennt, diese Aktie haben wollen und dann plötzlich kommt News Pending. Und was ist News Pending? Moment. Achso, was ist News Pending? News Pending ist an dieser Stelle eben, dass entsprechend eine News für diesen Titel ansteht. Du weißt nicht, ob die News positiv oder negativ ist für den Wert. Und dementsprechend musst du versuchen, im Zusammenspiel mit diesen einzelnen Informationen und unter Gewährleistung dieser Komponenten, die dir von der Handelsüberwachung auferlegt werden oder beziehungsweise denen ein Kontoführer unterliegt, musst du eben entsprechend die Preise rechnen. Musst einen Aufschlag geben, zum Beispiel, wenn du die Aktie jemandem verkaufst, um ein bisschen teurer zu verkaufen, um schon mal einen Risikoaufschlag zu haben oder einen Risikoabschlag oder dergleichen. Und das ist etwas, was man dabei nicht vergessen sollte. Also ich wollte jetzt an dieser Stelle, bevor ich dann zum DAX komme, diesen Gedanken kurz von Chris nochmal aufgreifen, bezüglich des Services, den ein LP anbietet. Ja, das wird auch gleich etwas sein, was im Zusammenhang mit dem DAX dann besser verständlich sein wird, warum man das macht. Also es geht dabei nicht nur darum, dass derjenige, welche natürlich eine P&L, eine positive generieren will und ausgehend davon seinen Bonus optimieren möchte. Das ist natürlich auch ein Antrieb, selbstverständlich. Wir sind also dieses Trading-Business, ja, ein Trader ist kein Samariter, der arbeitet des Geldes wegen. Und das muss man immer verstehen. Und die Leute, die halt vor dem Rechner sitzen und sich dann über einen Kurs sonst wie aufregen, naja, müssen wir ganz ehrlich sagen, die würden sich nicht aufregen, wenn das für sie laufen würde. Und auf der Gegenseite steht jemand, der sich freut, so ist die Welt wieder im Gleichgewicht. Worum es also hauptsächlich geht, ist, dass man immer auch berücksichtigt, es geht nicht nur um die P&L, sondern es geht eben auch um die jeweiligen Risikoparameter, die du als Trader dann im Execution-Only-Bereich einzuhalten hast. Und das sollte man immer berücksichtigen entsprechend. Das ist ein Haifischbecken, das ist das, was damit gemeint ist, Piranhas. Und zwar, da geht es nicht um das Haifischbecken, dass der DAX irgendwie unser Gegner ist, sondern das sind die anderen Marktteilnehmer, die versuchen, die Kurse in die eine oder andere Richtung zu bewegen, um sich einen entsprechenden Vorteil eben zu generieren. Das einfach nochmal, um das ganz kurz aufzugreifen. Und was Chris damit eben meinte, diese Kurse dort zur Verfügung zu stellen. Also das bedeutet etwas anderes, das ist in jedem Bereich das Gleiche, ob man jetzt Kontoführer ist und Einzeltitel, Aktien, Freiverkehrswerte oder sonst was rechnet oder den DAX, das Prinzip, was dem unterliegt, das ist immer das Gleiche. Ja? So, wir kommen jetzt also zu der Thematik, die Chris gerade schon häufiger mal aufgegriffen hat. Ich habe da ein bisschen was mir überlegt, dass wir das mal so machen. Und zwar, wir reden, das ist mal das, was ich auch schon im Zusammenhang mit dem Bitcoin sagte, da gab es dann die Frage, warum ist denn der Spread, wie er ist? Warum gibt es denn dort jetzt zum Beispiel nach dem nach dem, nicht Devisen, sondern
BTC, USD, also Bitcoins eingeführt worden sind, Bitcoin CFDs. Warum ist denn dort zum Beispiel ein Spread von, sagen wir mal, $5 zu sehen oder 10, je nachdem? Wie kommt denn der zustande? Ich hatte das schon mal in einem Morning Meeting thematisiert und bin dann dort auch von Basiswerten ausgegangen. Der Basiswert im Falle der Bitcoin CFDs, genau, die MJFD ja anbietet, sind Bitcoins. Ja, das sind real zu handelnde Werte, die man an einer Börse handeln kann. Ein Blick kurz mal hier ins Orderbuch, das habe ich schon mal aufgemacht. Bitcoin hier aktuell, der Spread liegt bei 59 Cent, jetzt 1,50, 2,50 beispielsweise. Das sind diejenigen, welche die verkaufen wollen, die jeweilige Stückzahlen. Und das sind diejenigen, welche die kaufen wollen, die jeweiligen Stückzahlen, die dort eben entsprechend bereit sind zu verkaufen. Das heißt, wenn ich verkaufen will und über den Spread springen möchte, verkaufe ich eben zu dem hier angebotenen Kurs und umgekehrt. So, das also zu den Bitcoins. Und wie gesagt, das sind reale Bitcoins. Das sind keine CFDs, keine Derivate. Das ist etwas, was im Zusammenhang mit dem DAX ganz wesentlich ist. Denn, das sagte Chris ja eben auch schon, was ist denn der Basiswert? Der Basiswert ist der Xetra DAX. Und was ist der Xetra DAX? Oder beziehungsweise kann man den Xetra DAX handeln? Nein, man kann den Xetra DAX nicht handeln. So, der Indexstand für den Xetra DAX, der gibt sich nämlich ausgehend von den im Index, also im DAX gehandelten und unterschiedlich gewichteten Einzeltiteln, also einer Siemens, Adidas etc. pp. Das ist alles etwas, was dem einen oder anderen jetzt schon bekannt vorkommen wird. Der eine oder andere wird es vielleicht auch sagen, oh, das ist ein bisschen langweilig, es wird gleich noch spannender. Denn es ist essentiell wichtig, das darf man nicht vergessen, das wirklich grundsolide sauber aufzubauen. Hier zu springen, wird am Ende dazu führen, dass man bestimmte Gegebenheiten bei dem Pricing von eben CFDs nicht begreifen kann. So, die Gewichtung einer Aktie im DAX, wie ergibt die sich? Ja, manchmal ist es ja so, dass der eine oder andere sagt, na, ausgehend von der Marktkapitalisierung, aber das ist nicht richtig. Die Gewichtung einer Aktie im DAX ergibt sich aus der Marktkapitalisierung ihres Streubesitzes. Das bedeutet also, es zählt nur der Wert der frei handelbaren Aktien und nicht der gesamte Börsenwert des Unternehmens. Es kann ja durchaus sein, dass zum Beispiel ein Unternehmer einen Großteil der Aktien in seinem Besitz hat, ja, und ausgehend eben hiervon dann zum Beispiel 5% eines Unternehmens gar nicht frei handelbar sind. Die zählen nicht zählen nicht rein für die Berechnung der Gewichtung eines Einzeltitels im DAX. So, jetzt passt auf, was müssten wir also tun, um den DAX zu handeln, den Xetra DAX? Also wenn man es nämlich genau nimmt, dann kann man den schon handeln, aber dafür müsste man etwas ganz Besonderes tun, nämlich etwas, was ziemlich teuer ist. Um den Xetra DAX zu handeln, müsste ein Investor 30 Einzeltitel kaufen, ausgehend von der jeweiligen Gewichtung im DAX und entsprechend dann auch managen. Es kann ja sein, dass eine marginale Gewichtungsänderung zum Beispiel nach einer stärkeren Kursbewegung kommt und dann gilt es entsprechend, um weiter eine 1:1 Abbildung dieses Portfolios, das den Xetra DAX abbilden soll, um das beizubehalten, dass man dann entsprechend dies anpasst, um die jeweils zu haltenden Aktien. So, jetzt hat der eine oder andere schon mal von ETFs gehört oder dergleichen, die können das erreichen über bestimmte Techniken und dergleichen, das soll jetzt nicht Thema dieses Webinars sein. Fakt ist aber auf jeden Fall, und das ist etwas, was sofort offensichtlich wird, und das ist was? Es kostet Geld, und zwar kostet das viel Geld. Denn klar sollte, also uns würde das besonders viel Geld kosten. Ich meine, wenn wir jetzt hier von einem Marktteilnehmer sprechen, der direkt an eine Börse angebunden ist, besondere Handelskonditionen hat etc., na gut, okay. Dann ist es in diesem Zusammenhang sicherlich so, dann wird der das ziemlich kostengünstig vielleicht sogar umgelegt bekommen, aber es bliebe in Relation immer noch relativ kostenintensiv. So, jetzt hat man dann eine glorreiche Idee gehabt, man könnte doch ein Derivat auf diesen Basiswert erschaffen. Also im Grunde genommen das, was mit dem Bitcoin CFD, da gibt es keinen Bitcoin Future, es gibt nur ein Bitcoin CFD, bereits getan hat. Im Falle des Xetra DAXes gibt es dieses Derivat auf den Basiswert und es ist, ich habe es auch hier schon vorbereitet, also ich kopiere das jetzt hier aus dem einen Dokument in ein anderes Dokument. Die Lösung ist der Handel eines an einer Börse handelbaren Produktes, was die Preisentwicklung des Xetra DAX abbildet. Das ist die Einführung, im Moment nicht Handel, sondern Einführung eines, da muss ich eigentlich stehen, Verzeihung. So, Einführung eines an einer Börse handelbaren Produkts, was die Preisentwicklung des Xetra DAX abbildet. Das ist ein Derivat. Und das ist dann in diesem Fall der FDAX an der Eurex. So, jetzt ist es so, es gibt ganz wichtige Informationen in diesem Zusammenhang, die es auch hier zu verstehen gibt. Zum Beispiel, und das ist etwas, was aktuell eben auch relevant wird, zum Beispiel, der eine oder andere hat das Morning Meeting verfolgt, es gibt ja jetzt übermorgen einen großen Verfall. Und diesen
diese Verfallstermine, dreimonatlich im Future DAX, sie werden als sogenannter Hexensabbat bezeichnet. Und das ist, wie gesagt, immer der dritte Freitag eines jeden März, Juni, September und Dezember. Juni haben wir, jetzt ist übermorgen, übermorgen, heute ist Mittwoch. Übermorgen ist der dritte Freitag im Monat, ergo verfällt der sogenannte Juni-DAX-Kontrakt. Wir werden jetzt schon bereits sehen, wer sich das Orderbuch im Future DAX betrachtet. Du kannst jetzt schon beobachten, dass das Volumen auf dem Bid und Ask im September-Kontrakt sehr gleich ähnlich ist zu dem, was wir im Juni-Kontrakt aktuell noch haben, eventuell sogar höher ist. Das heißt also, dass die großen Spekulanten, die jetzt aktuell traden, bereits hier in den nächsten Kontrakt gerollt sind, sagt man. Das heißt also, dass die bereits den nächsten Kontrakt eben entsprechend handeln. Jetzt ist es eben so, und das ist das, es wird an einer zentralen Börse offensichtlich gehandelt, dieses Produkt, der FDAX. Es ist eben so, dass sich der Index, der Kurs des Index Futures, des Future DAXes, ja, das lässt sich durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Das ist im Falle des CETA DAX auch so, allerdings eben nur um die Ecke, mehr oder minder. Also dadurch nämlich, dass sich die Kurse, die in der Xetra ja, die Xetra Börsen, Xetra Werte, also eine Aktie, eine Siemens oder eine Allianz oder Adidas, die werden ja über Xetra gehandelt, dann kannst du ja entsprechend über Angebot und Nachfrage kommt es zu einem Handel zwischen oder in diesem jeweiligen Einzeltitel. Und wir wissen ja, die Gewichtung wiederum dieses Titels bestimmt dann den Kursstand im Xetra DAX. So, das heißt also, ja, bitte. Ganz kurz, halt den Gedanken fest. Mir fällt nur gerade was dazu ein, da muss ich kurz aufspringen. Ihr müsst ja auch wissen, man muss ja generell wissen, dass der Xetra DAX ja erst zu ticken beginnt, wenn mehr als 15 Aktien eine erste Preisstellung haben. Das heißt, wenn 9 Uhr Xetra eröffnet und es gibt bei gerade mal 5 oder 7 Aktien Kurse, dann fängt der Xetra auch gar nicht an zu ticken. Das ist auch wichtig zu wissen. Der CFD hingegen auf den DAX, auf den 24-Stunden-DAX oder Xetra DAX, der fängt hingegen schon komplett an zu laufen. Und da stellt sich ja die Frage, wenn das Underlying Xetra noch nicht aktiv ist, aber der CFD trotzdem gehandelt wird, weil er zum Beispiel in einem 24-Stunden-Modus sich befindet, woher kommt der Preis, der dann da dargestellt wird? Rein indikativ. Wieder dann bezogen natürlich auf den Future, der ja schon ab 8 Uhr handelt. Das ist ein wichtiger Punkt, wo ich einfach nur feststellte, wo du sagtest, welche Aktien spielen jetzt mit in der Gewichtung, ist auch gerade der Eröffnungspreis bei dem Xetra-Markt entscheidend und auch wichtig. Farbe Worte, das wollte ich gerade nur einstreuen. War jetzt ein Gedanke, den ich nicht verlieren wollte. So. Okay, perfekt. Also ich kann im Grunde genommen jetzt eigentlich voll sagen, also der Xetra DAX, also wird nicht über Angebot und Nachfrage bestimmt, beziehungsweise nur indirekt durch das Angebot und Nachfrage und das Zusammenführen von Einzeltiteln. Der Future DAX kann an einem zentralen Börsenplatz, an der Eurex, gehandelt werden und da ergibt sich der Kurs aus Angebot und Nachfrage eben entsprechend. So, nun ist es so, das, was wir schon beobachtet haben werden, was einigen schon aufgefallen sein wird, das ist etwas, ich bin mir nicht sicher übrigens, ob ich jetzt so detailliert in die Thematik Contango Backwardation einsteigen soll. Jens? Ich reiße es, ja. Vielleicht kurz anreißen und eben vor dem Hintergrund, dass gerade wenn man sich am Markt abhatcht, die Marktteilnehmer eben dann durchaus, wenn sie zwei Kontrakte sozusagen, also den auslaufenden und den neuen sozusagen als Hedge mitnehmen, dass da natürlich auch eine Punktedifferenz besteht, die dann wiederum auch sicherlich in dem Fair Value Adjustments, die übrigens täglich durchgeführt werden bei allen CFD-Anbietern, die den Index nachbilden, weil sie wie gesagt das nicht einmal im Monat oder einmal in der Woche machen, sondern die passen sich da jeden Tag an, um sozusagen ihre Hedges dann auf einem sicheren Flow zu wissen, gerade wie du auch vorhin gesagt hast, der Skontoführer muss ja auch sehen, dass er seinen Profit einfährt und da sich nicht aus dem Fenster lehnt oder gar dann Verluste einfährt. Es ist ein sehr umfassendes Thema, aber Backwardation Contango kannst du vielleicht kurz erklären, gerade wenn es eben um zwei Future-Kontrakte geht, die letztlich, und das muss man nochmal in Erinnerung rufen, als Hedge, wenn der Market Maker dies tut, dient. Ja, der Future-Kontrakt, nicht der Xetra-indikative Kurs dient dafür. Und deswegen kann es auch, und der Hans-Jürgen, glaube ich, hat schon hier die einige Punkte reingeworfen nach dem Motto, wie kann es denn sein, dass die Punkte oder dass unser Xetra-CFD-DAX dem Xetra hinterherhinkt. Eben aus dem Grund, dass der Marktteilnehmer, der CFD-Anbieter oder auch der Mix vom Liquiditätspool sich sozusagen nicht am
Xetra-Markt absichern, sondern am Future-Markt und dort natürlich auch die Preise ein Stück weit oder mit ihren Spread-Ausdehnungen sich da in einer gewissen Art und Weise eben vorrangig absichern, sofern sie es eben tun. Das ist natürlich noch die nächste Frage. Aber Jens, ganz kurz musste ich jetzt kurz nochmal erwähnen. Ich muss gerade eben ehrlich gesagt total schmunzeln, Chris. Warum? Weil ich mir denke, ich stelle mir gerade die Frage, wenn man sich jetzt die Aufzeichnung dieses Webinars anguckt und dann schreibt jemand, nach dem, was du gerade gesagt hast, ich habe noch gegrinst jetzt, das hat man nicht gesehen, aber ich habe es wirklich getan. Also die Begrifflichkeiten, die du da so rausschießt, so ganz cool. Und wahrscheinlich, die ich auch rausschieße, wo ich es gar nicht merke. Ne? Oh. Da könnte leider der Eindruck entstehen, dass das hier eine absolute Freakshow ist. Okay, und deswegen frage ich mich gerade, wenn jetzt jemand unter einem YouTube-Video schreibt, was für eine Freakshow, ich glaube, das wäre dann eigentlich ein Kompliment für uns. Jens, also das wenn wir jetzt hier ein bisschen zu sehr abgedriftet sind, dann tut es mir an der Stelle jetzt dann nein, natürlich leid. Nein, wir sind ja nicht abgedriftet. Das ist ja interessant. Also wir driften ja nicht ab, sondern wir machen es halt unglaublich detailliert. Und wenn man jetzt wirklich dann mal zuhört, also wenn man jetzt mal versucht, sich in die Lage des Zuschauers zu setzen, ich glaube, wow, das ist schon echt, das ist ein Brett, das ist richtig gut. Also, ja, es ist richtig. Danke jetzt. Es ist aber auch natürlich ein Thema, da gebe ich dir recht, und wir müssen natürlich auf die Zeit auch gucken und wir können durchaus auch noch 10 Minuten drauflegen. Das ist nicht das Thema, um das erklärt zu wissen. Jay, tatsächlich, sagt jetzt hier gut, ein bisschen langsamer sprechen, hat der Roland gesagt, werde ich mich bemühen. Verzeihung, da drückt wahrscheinlich die Zeit. Zusammenhang noch Arbitrage erklären. Okay, das wäre vielleicht dann nochmal Arbitrage-Geschäfte, Ausnutzung von Kursdifferenzen. Könnte man da auch mit reinbringen. Aber Jay, ganz kurz, wir haben einen CFD auf den DAX Future. Allerdings hat er auch einen sehr großen Spread. JFD hat einen CFD auf den DAX Future. Allerdings mit einem hohen Spread, weil der reale Spread beim DAX Future auch deutlich über einem Punkt liegt und den CFD-Anbieter auch hier sozusagen, selbst wenn er das Produkt 1:1 abbilden will, natürlich mit dem Spread auch Geld verdient und sein Risiko absichert. Und das heißt, man wird auch hier eine Preisdifferenz vorfinden und nie 1:1 denselben Preis haben. Aber Jens, back to the theme, die Zeit läuft und in der Tat etwas zu schnell, Jay. Wie gesagt, wir zeichnen das Webinar auch auf, da gab es auch vorhin die Frage. Wir werden hier, wie gesagt, die Aufzeichnung dann auch spätestens morgen zur Verfügung stellen und dann dient es durchaus dem Zweck, sich das nochmal in Ruhe zu Gemüte zu führen. Aber wie gesagt, der Ball gehört jetzt wieder dir, Jens. Ich will dir gar nicht so viel von der Zeit rauben, aber es war nur ein Punkt, um jetzt auch auf die ein oder andere Frage einzugehen. Okay. Ich grätsch voll rein. Also der DAX Future notiert in der Regel höher als der Xetra DAX. Und der Grund dafür ist recht einfach und schnell erklärt. Der Grund sind nämlich die Zinsen oder detaillierter. Das ist die Differenz, die dann umso größer ist. Also schaut euch aktuell mal an, wenn ihr, Moment, wie mache ich denn das jetzt? Einen Augenblick. Geh mal kurz hier auf den JFD Desk. Wie gesagt, da ist jetzt natürlich der JFD DAX Future hier unten aufgezeichnet und da ist der DAX. Wir sehen aber eine Differenz. Also die Differenz ist marginal, aber sie ist erkennbar. Ja, wir sehen, dass hier interessanterweise der DAX Index Future unterhalb des DAX ist notiert. Auch da, diese Preisdifferenz, wir kommen gleich dazu, wo die herrührt oder was ein Mitgrund dafür ist, wo die herrühren könnte. Fakt ist aber offensichtlich, dass diese zwei Kurse nicht gleich sind. Ja, und jetzt ist es eben in diesem Zusammenhang so, weil beobachte das mal, wie sich diese Differenz hier darstellt nach Freitag, also kommende Woche Montag. Oder wir können eigentlich schon ab Freitag 13 Uhr drauf schauen, also Freitag 13.15 Uhr von mir aus, nach dem Verfall, der um 13 Uhr ist. Schaut mal dann da drauf, wie sich diese Differenz hier darstellt. Es ist sehr wahrscheinlich, hundertprozentig sogar, garantiert, dass dieser Spread, oder diese Differenz, nicht der Spread, sondern dass diese Differenz, dass die sich breiter darstellt. Und das hat eben damit zu tun, dass wir dann auf den nächsten Kontraktmonat referenzieren im Future, nämlich auf den September-Kontrakt, nicht mehr auf den Juni-Kontrakt. Desto näher wir dem Verfall rücken, desto kleiner wird diese Differenz. Ja? Das heißt also, je weiter der Verfallstermin andersrum in der Zukunft liegt und desto höher das Geldmarktzinsniveau bis zum Verfallen ist, das Zinsniveau generell, ja, desto höher ist entsprechend die Differenz. Die Frage, die jetzt gerade hier übrigens auch gestellt wurde, zum Thema, kann ich bei längeren Haltedauern im DAX oder auch im Euro die Swaps vermeiden, die ja recht hoch sind. Im Euro ist das noch ein bisschen besonders, also Euro-US-Dollar, falls der damit gemeint ist, meistgehandelte Währungspaar, du bekommst eine Zinsgutschrift für das jeweilige Währungspaar, welches eine höhere Verzinsung hat, abzüglich dann des LIBOR. Bleibt da am Ende was über, kriegst du einen Gutschrift. Das ist im Zusammenhang mit dem Hebelprodukt hier, DAX-CFD, ist das sehr unwahrscheinlich, dass das geschehen wird.
Denn entsprechend ist es eigentlich so, dass hier durch den Hebel, also wenn du den DAX jetzt zum Beispiel kaufst einen DAX-CFD, dann erwirbst du im Endeffekt einen Indexstand von derzeit 12.800 Punkten ungefähr. Also das heißt, eine Position, die einen Gegenwert hat von 12.800 Euro, muss dafür Betrag X hinterlegen. Ich müsste jetzt mal kurz rechnen, es müssten aber ungefähr so 120 Euro sein, glaube ich, die du oder 100 Euro, 150 Euro, irgendwie so in dem Dreh, die du an Margin dafür hinterlegst, dass du diesen Gegenwert bewegen darfst. Und das muss finanziert werden. Also das Geld, das fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern dieser Hebel, der da zustande kommt, der muss eben finanziert werden. Und wie gesagt, desto höher die Zinsen sind, desto höher fällt auch dieser Swap aus, um diese Frage dann einfach da in dem Zusammenhang mal mit abzudecken. Und jetzt ist es einfach in diesem Zusammenhang eben so, dieser Aufschlag, von dem wir hier sprechen, den kann man auch unter einer besonderen Begrifflichkeit finden, nämlich Contango. Backwardation. So, haben wir gleich zwei Begrifflichkeiten. Und wir sollten jetzt vielleicht mal hier, da. Also, der Contango beschreibt eine Preissituation bei wahren Termingeschäften. Das ist wieder ein bisschen was anderes. Also wir reden in dem Zusammenhang, reden wir jetzt mal von einem Index, von einem DAX-Index. Und in diesem Zusammenhang ist es eben so, dass es ist ein Finanzprodukt. Also das heißt, es geht ja hier um keine Abrechnung, die stattfindet, wo ich dann tatsächlich, sagen wir mal, Schweinebauchhälften oder dergleichen geliefert bekäme, sondern es gibt hier ein sogenanntes Cash-Settlement. Also das ist dann das Geld, was dann dort entsprechend geliefert wird oder was ich zahlen muss, je nachdem, ob die Spekulation aufgegangen ist oder nicht. Und in dem Zusammenhang ist es so, Contango bezeichnet bei wahren Termingeschäften, da ist es aber besser vorstellbar, ja, da liegt der Preis für die Lieferung in der Zukunft über dem aktuellen Kassakurs. Also der sogenannte Future-Kurs ist in dieser Situation typischerweise nach oben gerichtet. Das heißt, je später der Liefertermin ist, desto höher ist der Preis. Und das ist eben entsprechend etwas, was an der Stelle erwähnenswert ist, weil, jetzt ist nämlich interessant, man stelle sich einfach mal vor, man würde Zucker-Future handeln. Ja, und ich würde jetzt zum Beispiel jemanden haben, dem habe ich Zucker verkauft, der möchte das aber erst in 6 Monaten geliefert haben. Jetzt habe ich ja natürlich diesen Zucker, den muss ich irgendwo lagern. Und das verursacht Kosten. Und infolgedessen muss das eben dann sich in einem Future-Preis, muss sich das widerspiegeln, der dann über dem aktuellen Kassapreis liegt. Denn andernfalls wäre an dieser Stelle, ich gehe nicht zu sehr in die Details, weil dann haut es wahrscheinlich alle weg, dann ist es eben entsprechend so, sonst würde ein Arbitragegewinn möglich. Ja, das bedeutet also, wenn der Zucker jetzt kaufen würde, müsste ich ihn nicht lagern, könnte ich ihn den in Anführungsstrichen günstiger geben, als wenn ich sage, pass auf, du zahlst mir nicht jetzt 15 Euro, sondern 20 Euro pro Kilo oder sonst dergleichen, weil ich muss halt entsprechend Lagerkosten und so weiter, muss das ja lagern, dieses Produkt. Das ist etwas, was in dem Zusammenhang erwähnenswert ist. Backwardation ist etwas, wo das genau umgekehrt ist. Das ist etwas ganz Interessantes. Backwardation tritt zum Beispiel auf bei Future-Kontrakten. Also manchmal ist das auch wird das als Inverted Market bezeichnet, beschreibt eine Preissituation bei wahren Termingeschäften, wo der Terminkurs unter dem zu erwartenden Kassakurs bei Fälligkeit eben tatsächlich liegt, was einen umgekehrten Markt erstellt. Die Future-Kurve ist daher typischerweise nach unten geneigt, Terminkontrakte somit bei Fragen. Erhöhte akute Nachfrage ist zum Beispiel ein wichtiger Grund für Backwardation. Deswegen reißen wir es auch nur so an. Das kann zum Beispiel bei Ölkontrakten stattfinden, so eine Backwardation. Das ist wie gesagt aber auch bei Zinskontrakten, wo zum Beispiel das Zinsniveau, wenn die Zinsen in der Zukunft höher liegen als zum aktuellen Niveau und der Anleihekurs ist ja invers zu dem Zinsniveau, bedeutet das, dass der Future-Kontrakt, der Zinskontrakt, der in der Zukunft liegt, preistechnisch unterhalb des aktuellen Kursniveaus liegt, weil in der Zukunft natürlich der Zins höher liegt. Ja? Und da muss man eben nur noch einfach auf den Kopf denken, aber dann kriegt man dieses Prinzip eben ganz gut hin. Das einfach nur mal an dieser Stelle sei in diesem Zusammenhang erwähnt. Und wir sind nochmal, das ist vielleicht auch ganz wichtig, wir sind aktuell nur bei den Details, einfach um diese Produkte ein bisschen besser zu verstehen. Ja, wir sind jetzt hier noch nicht wirklich in den Bereich gekommen, wie es denn dann gleich zu diesen Ungereimtheiten, so nenne ich sie mal, eben im Zusammenhang mit den Kursen kommt. Aber wir nähern uns. So, das bedeutet also etwas anders. Wenn wir jetzt das zurück übertragen auf den DAX, der F-DAX-Preis, der ergibt sich aus dem Xetra-DAX-Stand plus den sogenannten Cost of Carry, also angewandt auf das Zuckerbeispiel, aus den Kosten, die ich habe, um zum Beispiel den Zucker im Silo zu lagern oder um zum Beispiel hier an dieser Stelle die Position in der Zukunft zu halten und dann eben durch das Halten dieser Position einen Zinsverlust oder eine Zinsgutschrift eben zu kompensieren, die daraus entsteht. Und die Cost of Carry sind, wie gesagt, diese hypothetischen Refinanzierungskosten bis zum Verfalltag des Futures. Dadurch kommt es also zu der Preisdifferenz zwischen dem Kassadax, dem Xetra-DAX und dem F-DAX. Das heißt, der F-DAX, der sollte bei
positiven Zinsen gemeinhin oberhalb des Xetra-DAX-Kurses liegen. Haben wir einen F-DAX, der unter dem liegt, also wir haben eine Backwardation im F-DAX, dann bedeutet das, dass wir ein negatives Zinsniveau haben. Das sollte nicht so sein. Es gab bis vor einiger Zeit da sicherlich auch kaum jemanden, der daran geglaubt hat, seit 2012, seitdem das erste Mal zweijährige Zinsen durch den aggressiven Aufkauf von Anleihen der EZB oder die Aussicht auf diese aggressiven Anleiheaufkäufe, Euro-Schuldenkrise und so weiter, Zinsen im negativen Bereich, Kurzzins, ist das nicht so unwahrscheinlich. Es ist eine theoretische Möglichkeit auf jeden Fall. So, okay. Also, was erkennt man in diesem Zusammenhang? Hab dazu auch schon mal ein bisschen was vorgetippt hier. Also, was erkennt man? Es kann dazu kommen, ja, dass die sogenannte Basis, das ist die Differenz zwischen FDAX und Xetra-DAX. Das heißt also, den Aufschlag, der sich hier aus dem Cost of Carry ergibt, der sorgt dafür, dass der FDAX-Kurs nochmal über den Xetra-DAX notiert. Und diese Differenz zwischen FDAX und Xetra-DAX, die bezeichnet man als Basis. Ja? Es kann jetzt passieren, und das haben wir zum Beispiel schon mal zu sehen bekommen, der ein oder andere ohne dieses Grundwissen, dem ist das gar nicht aufgefallen, aber es gab mal ein Event bei einer EZB-Sitzung. Da ist es so gewesen, dass wir plötzlich eine massive Squeeze-Bewegung im FDAX gesehen haben. Ja, und da könnten wir, wenn wir die Zeit jetzt hätten, könnten wir einfach mal drauf blicken. Der DAX hat ja heute was Ähnliches produziert hier. Wenn wir mal den 5-Minuten-DAX anschauen, wir erinnern uns dran, der ist ja heute auf neue Allzeithochs gespritzt. Und diese Bewegung hier auf der Oberseite, wenn ich darauf wetten müsste, würde ich sagen, dass so kurz vor dem Verfall die Basis hier zu breit geworden ist. Also diese Basis, die sollte eigentlich fast null sein, weil der Verfall direkt um die Ecke liegt. Und das könnte durchaus auch mit einer der Gründe sein, weswegen dann hier diese Korrekturbewegung sich auf den Weg gebracht hat. Das ist nur eine Vermutung, das ist nur eine reine Vermutung, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Basis hier einfach zu, man sagt, juicy geworden ist. Also die ist zu fett geworden für eben den um die Ecke liegenden Verfall, der am Freitag dann stattfindet. Okay, also Fakt ist auf jeden Fall, dass sowas was passieren kann, austrocknende Liquidität der Eurex, Liquidität an der Eurex im FDAX, im Orderbuch, das kann dann das Gleichgewicht eben im Grunde genommen stören. Es kann dazu führen, dass eben hier aus dem Gleichzeichen ein Ungleichzeichen wird. Und wenn jetzt zum Beispiel der DAX nach oben wegschießt und der Xetra-DAX nicht so schnell reagieren kann, weil wir wissen ja, damit der Xetra-DAX sich dem annähert, müssen ja die Einzeltitel im Wert erstmal gekauft werden. Ja, was wesentlich mehr Zeit bedeutet, dann ist es eben so, dass sich ein Arbitragegewinn daraus ergeben kann, dass man den FDAX verkauft und gleichzeitig den Xetra-DAX kauft. Denn dann bedeutet das, dass sich beide Werte früher oder später wieder zueinander hinbewegen, bis die sogenannte Basis wieder fair ist. So. Und das also in diesem Zusammenhang, ja, ich habe das gerade eben, was ich jetzt auch mache, was ich auch hier schon formuliert hatte, und zwar: Zum Verfallstermin sollte es so sein, dass die Stände von DAX-Future-Kontrakt, also dem Verfallenden wohlgemerkt, und dann DAX 30, dass da eben dann in diesem Zusammenhang die Cost of Carry 0 betragen und deswegen ist diese Differenz dann eben entsprechend 0. Okay, so, jetzt kommt das, was Chris gerade auch schon andeutete, nämlich es kommt ein kleines Problem. Der Handel des FDAX ist für viele Privatanleger unglaublich schwierig, da der DAX, man sagt, schwer ist. Das bedeutet, eine Punktveränderung bedeutet beim Handel eines FDAX-Kontrakts eine Schwankung von 25 Euro des gehandelten Portfolios. Und das ist ziemlich viel. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass ausgehend davon natürlich ein adäquates Risiko-Money-Management nicht wirklich möglich ist. Und jetzt gibt es dann eben etwas, weil die Finanzindustrie ist natürlich unglaublich innovativ. Es gibt ein Derivat auf das Derivat. Und das bedeutet etwas an der Stelle, ja, das Derivat auf den Derivat des für die Privatanleger, das ist der sogenannte DAX-CFD. Bedeutet, wir haben eine Stückelung, zum Beispiel im Falle von JFD, von bis zu 10 Cent pro Punkt, das ist der sogenannte Mikro-DAX, und dann gibt es eben entsprechende Liquiditätsprovider, die das möglich machen, also zum Beispiel Hedgefonds, ja, die sagen, pass auf, wir haben hier eine Möglichkeit eben technologisch oder auch ein Interesse, selbstverständlich Liquidität zur Verfügung zu stellen. Warum? 90-90-90, hatte Chris schon gesagt, wenn du einfach mal, das ist quasi eine Gelddruckmaschine, ja, wenn man so möchte. Das ist quasi eine Gelddruckmaschine, weil Privatanleger unterm Strich einfach, wenn sie nicht gut genug ausgebildet sind, Geld verlieren. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo sich diverse Liquiditätsprovider eben entsprechend tummeln und in diesem Zusammenhang natürlich dann um gute Preise konkurrieren, was wiederum bei einem Geschäftsmodell, so wie es JFD anbietet, extrem attraktiv sein kann, weil dadurch natürlich ein entsprechend attraktives Pricing erreicht wird.
Denn desto höher, und das hat der Chris ja gerade mit dieser Grafik gezeigt, desto höher eben die Dichte dieser Liquiditätsprovider ist, desto größer natürlich dann entsprechend die Chance, dass eben ein marktnah, attraktiver und auch Preis zustande kommt, auf dem eine entsprechende hohe Liquidität gefunden werden kann, wo ich auch größere Volumina dann bewegen kann, ohne dass es zu entsprechenden Kurssprüngen kommt oder zu Abweisungen des Kurspreises, was natürlich bei schnellen Marktbedingungen ein Problem werden kann. So. CFDs sind außerbörslich gehandelte Produkte. Das heißt, es gibt eben in diesem Zusammenhang, es gibt keine Börse. Also diese Börse wird künstlich eventuell kreiert über einen Liquiditätspool, aber es gibt keine Börse in dem Sinne, so wie wir sie mit der Eurex zum Beispiel für den FDAX kennen oder mit der Xetra für die Aktien, ja? Jens, ganz kurz, genau. Oder eben Frankfurter Börse oder New York Stock Exchange, ja, oder eben auch die gewisse Terminmärkte. Also man spricht ja auch hier beim CFD oder Forex auch von dem OTC-Markt, ja, over the counter, was eben unreguliert in der Beziehung ist, weil es auch keine Präsenz gibt. Also man spricht auch hier von den Dark Pools, die es auch gibt, von MTF-Systemen, die aufgelegt werden, um Liquidität zu bieten. Es ist im Prinzip ein riesen Preispool, der da aufgemacht wurde und aufgerissen wurde. Und eine Frage, die ich ganz kurz mal abschließen will oder mit einfangen will, ist, ein Teilnehmer hatte gefragt, wie es sich denn mit Indikationen verhält oder auch Fibonaccis oder EMAs. Man muss ganz klar sagen, der 24-Stunden-DAX und darauf abgeleitete Indikationen sind höchst täuschend. Also weil die weder mit Xetra zusammenhängen noch mit dem Future, die ja dann denn begrenzte Handelszeiten haben. Das heißt, man muss da vorsichtig sein und ohnehin derjenige, der schon lange am Markt aktiv ist, weiß ja, dass jeder Indikator, Oszillator sich vom Preis ableitet und der Preis die einzige Realität ist. Und wenn man natürlich einen Preis hat, der in der Nacht wie beim 24-Stunden DAX CFD indikativ geroutet wird, sind das natürlich dann auch Indikatoren, Ableitungen, die sozusagen nicht wirklich relevant sind. Wenn man das macht, dann sollte man parallel mit dem Future arbeiten, Schrägstrich dann hier zum Beispiel auch unseren Xetra DAX handeln, der dann eben ein bestimmtes Zeitfenster abbildet, um mit den Indikatoren dann auch arbeiten zu können. Aber ich gebe nochmal den Tipp. Ein Indikator ist letztlich immer eine Preiskrücke. Versucht es, den Chart zu verstehen, zu lesen. Alle Informationen sind da drin. Indikatoren können Divergenzen aufweisen, können Tipps liefern, keine Frage. Aber die einzige Realität ist eben der Preisschart. Und da, Jens, wirst du mir vielleicht recht geben, wenn es hier den DAX-CFD handelt, dann orientiert euch auch an dem DAX-CFD-Chart im Endeffekt. Ausschließlich. Gibt überhaupt, also ich komme gleich zum Ende, zu einem Punkt. Na klar, also der ganz Spitzfindige wird sagen, hey, Moment mal. Eine Basis, die durch ein Austrocknen der Liquidität im Orderbuch zu breit wird. Und das ist damit, hängt damit zu tun, dass ich einen Basiswert habe und dass ich ein Derivat habe. Jetzt habe ich ein Derivat auf ein Derivat, was ja wiederum bedeutet, ich habe ein börsliches Derivat. Das gibt ja die gleiche Konstellation dann auch beim DAX-CFD und beim FDAX eventuell. Und dann könnte ich das ja ausarbitrieren. Ja, ist richtig. Man könnte dann theoretisch das ausarbitrieren. Jetzt passiert aber Folgendes. Nochmal, das Derivat, was wir hier traden, den DAX-CFD, wird von einem Liquiditätsprovider angeboten oder von diversen. Und wenn ich mich dann als Privatanleger hinstelle und auch, das ist absolut legitim, also nicht, dass man es verteufelt, ganz im Gegenteil, es ist total legitim, das zu machen. Aber ich kann Folgendes sagen, man wird nicht gerne gesehen sein, wenn man derjenige welche ist, der versucht, Preisineffizienzen oder ineffiziente Preisstellungen der Liquiditätsprovider zu seinen Gunsten auszunutzen. Denn der Gewinn, den wir erwirtschaften, ist der Verlust des Liquiditätsproviders. Nochmal, wir sind hier nicht auf dem Ponyhof, das bedeutet, es ist absolut legitim, sowas zu machen, aber die Schwierigkeiten, die man dann bekommt bei der Orderausführung, die dahin gehen können, dass der LP sich entweder abschließt, ausschließt, was die Liquiditätsversorgung potenziell erstmal dann unattraktiver werden lassen kann, beziehungsweise auch die Möglichkeit, sollte man auch nicht sich dem verschließen, dass man sogar von dem Broker dann ausgeschlossen wird, weil eben dann die Frage steht, ich habe hier den Kunden, der versucht, das ist durchaus eine ernstzunehmende Option auf jeden Fall. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Das ist eine gute Frage. Wir waren bei Arbitrage, glaube ich, nochmal, um das, glaube ich, nochmal. Und dass man, genau, den DAX-CFD-Trade, genau. Also jedes Mal, wenn so eine Frage gestellt wird, dann muss ich sagen, habe ich sofort immer das Gefühl, dass jemand, der diese Frage stellt, eigentlich es darauf abzielt, entsprechende Arbitrage-Gewinne gegen die LPs zu generieren. Und das ist legitim, nochmal, das ist absolut in Ordnung, aber es ist natürlich überhaupt nicht gerne gesehen. Muss man ganz klar, muss man das so sagen. Und den Gegenwind, den man dann auch entsprechend bekommt, der
ist auch nachvollziehbar. Also ich fände es auch nicht so cool, wenn jemand meine Serviceleistung nicht zur Verfügung stellt als Liquiditätsprovider, also kleingestückelt den DAX auch für den kleinen Geldbeutel zum Beispiel aus Risikomoney-Management-Perspektive attraktiver, wesentlich attraktiver handelbar, wenn das jemand dann dahingehend ausnutzt, dass er versucht, mich auszuarbitrieren. Mhm. Auch wie gesagt, wenn bei Geld die Freundschaft aufhört, klar, aber es ist immer so schwierig, ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Da muss ich dir auch recht geben, Jens. Ich meine, aber auch aufgrund der Technologiesysteme, ich meine, das wird auch dominierend und reden wir wirklich über Werte, die gehen in Richtung 95%+. Das Einzige, was der Mensch noch macht, ist das manuell überwachen. Das wird ja durch Algorithmen alles gemanagt. Das kann ja kein Mensch mehr ausführen. Ja, ich sag mal, das Positionshedging beziehungsweise da auch die Sicherheits, also ich sag mal, Arbitragegeschäfte ohnehin sind im Zeitalter des Hochfrequenzhandels ja ohnehin äußerst schwierig geworden. Da Preisdifferenzen wirklich langfristig auszunutzen, ist kaum möglich. Und wie du schon sagst, es werden auch die Algorithmen, die Systeme würden das früher oder später feststellen. Wenngleich natürlich ihr als Trader bei JFD generell wie in einem Stealth-Modus agiert. Das heißt, die LPs sehen nicht eure Stops, die sehen nicht eure Take-Profits, was wiederum ein Broker, der Market Makers und die Produkte selbst auflegt, natürlich komplett ein offenes Buch hat, nach dem Motto, wo stehen denn die ganzen Take-Profits, die Stop-Loss, was dann auch teilweise zu virtuell initiierten Spikes führen kann und eben auch Abholung und Stop-Phishing, wie es so schön heißt. Die Gegenseite, also die LPs oder auch am FX-Pool, die Interbanken, die sehen nicht, wo eure Orders stehen, denn die sind bei unseren Surfern und Viva Signaltrigger werden aus den Pending Orders oder aus den Take Profit Stop Loss dann Market Orders, wenn die Levels erwischt werden. Und das läuft auch wiederum im Millisekundentakt ab, um hier natürlich dann auch dem Kunden, und das meinen wir ja auch mit 100% Anonymität, euch den Schutz zu geben, dass eben nicht gegen euch oder auf bestimmten Levels ihr abgeholt werdet und. Ich muss auch gleich nochmal kurz die Frage von David aufgreifen. Euro, US-Dollar, zum Verständnis, David, das ist reiner Interbankenhandel. Ich dachte, das hatte ich vorhin auch mit den Folien ganz gut gezeigt. Wenn ich schaue es dir nochmal an oder gehe bei uns auf der Website direkt auf Märkte und dann Devisen und dann siehst du im Prinzip den Interbankenpool und dort ist es so, dass du den Spotpreis handelst. Ja? Auch bei Gold und Silber handelst du die Währungssymbole SAU und XAC, US-Dollar, also kein Derivat, sondern real am Spotmarkt. Ja? Aber natürlich, um, sage ich mal, den CFD-Handel zu ermöglichen, gibt es als solchen jetzt keinen Interbank-CFD-Handel, sondern man muss sich Partners suchen und das sind wie gesagt große Technologiefirmen, Pools aus Liquiditätsanbietern, Hedgefonds treiben da ihr Unwesen. Es gibt ja wie gesagt Citadel, einer der größten Hedgefonds, macht auch teilweise jetzt schon Aktienhandel. Ich weiß gar nicht, wie viele Apple-Aktien die selbst halten. Wie gesagt, solche milliardenschweren Kolosse können da agieren. Wichtig ist aber eben zu wissen, dass wir neben dem Geschäftsmodell des intermediären Handels, des Agenturmodells, eben auf beiden Seiten, sowohl bei CFD als auch auf EFX-Basis, euch hier eben da den Schutz bieten, dass die Gegenseite euch nicht sieht und eben auch hier die volle Transparenz, dass wir eure Order lediglich durchleiten, rein als Agent für euch tätig sind. Und das muss man, wie gesagt, immer wieder unterschreiben, dass wir keinen Profit an euren Verlusten haben und auch überhaupt kein Interesse daran, dass ihr verliert, egal mit welchen Produkten ihr handelt. Im Gegenteil, JFD kann nur überleben, wenn der Kunde erfolgreich ist. Und das ist auch was, was wir in der Zukunft weiter forcieren werden. Aufklärung mit solchen Webinaren, Live-Events. Wir haben auch nächste Woche wieder ein Live-Event mit Thorsten Helbig, wo es auch um uns Intraday-Trading geht. Wie gesagt, nehmt so viel mit, wie ihr könnt und agiert vor allen Dingen immer mit dem richtigen Risikoansatz, weil ich wiederhole mich hier gern. Das Einzige, Jens, wirst du mir wahrscheinlich recht geben, was wir überhaupt an den Märkten kontrollieren können, ist das Risiko. Alles andere liegt nicht in unserer Hand und egal, ob wir ein Future, ein CFD oder ein Währungspaar handeln, wenn wir vorher unser Risiko abmatchen, dann können wir sozusagen etwas entspannt an den Markt gehen, weil den Rest wird der Markt sowieso für sich entscheiden und ob wir richtig oder falsch liegen, das sehen wir, wenn das Licht angeht oder der Trade im Take-Profit oder Stop-Loss landet. Man weiß es letztlich erst am Ende. Drum solltet ihr aber euch auch natürlich in Gewissheit wahren, mit wem ihr handelt und JFD bietet hier natürlich auch im Angebot von CFDs, was Market Maker Produkte sind, trotzdem einen gewissen Schutz, da wir eben hier nicht die Gegenseite einnehmen und auch hier mit einem Pool arbeiten. Das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Jetzt ist es wieder ein bisschen länger geworden, aber back to basic, kurz wieder zu dir, Jens. Ja, wir sollten unbedingt die Frage beantworten, glaube ich, wie jetzt diese Differenz zustande kommt. Also was damit seinen Beitrag zu beiträgt, so rum. Und zwar die Kursstellung des CFD-Produkts, des LPs orientiert sich selbstverständlich am Referenzmarkt,
Ja, also das heißt, jetzt im Falle des DAX ist es der FDAX an der Eurex, entspricht aber nicht zu 100% diesem. Denn, zum Beispiel, es handelt sich im DAX um einen sogenannten Continuous Contract. Das war das, was Chris schon sagte. Ja, es gibt also keinen Verfall. Das heißt, der wird durchgehandelt. Jetzt nicht über Nacht durchgehandelt, sondern durchgehandelt im Sinne von der DAX, den ihr jetzt auf der Plattform seht, der DAX, der wird auch nach dem Verfall jetzt am Freitag weiter gehandelt, auch ohne große Kurssprünge und dergleichen. Die Kurssprünge, die da stattfinden, resultieren eben aus dem Rollover in den nächsten Kontrakt und die Liquiditäts- und Angebots- und Nachfrageüberhänge dann am Referenzmarkt. Und in diesem Zusammenhang gibt es allerdings eine fortlaufende Struktur. Ja, das kann zum Beispiel also sein, dass jetzt der LP Folgendes macht, nämlich dass der zwei Kontrakte miteinander kombiniert, eventuell den näherliegenden Kontrakt ausgehend von der höheren Liquidität dann stärker gewichtet etc. Also das kann etwas sein. In dem Zusammenhang, das hört sich jetzt für den einen oder anderen ein bisschen komisch an, ich habe aber hier schon mal was vorbereitet. Und zwar, und das ist etwas, was ihr auf der Webseite von JFD nachlesen könnt. Dazu gehen wir mal hier nochmal kurz auf die Webseite von JFD Brokers. Ihr könnt bei den Produkten euch Folgendes anschauen, nämlich die einzelnen handelbaren Märkte. Da gibt es CFDs. Und bei den CFDs gibt es Rohstoffe. Und bei diesen Rohstoffen gibt es selbstverständlich dann eben auch beispielsweise Öl. Ja, und zwar hier. Und jetzt ist es eben so, dass man dann dort, ganz, ganz genau gelesen, die exakte Formel zur Berechnung des Spot-Oil-Kurses sieht. Denn wenn man sich jetzt zum Beispiel auf der Plattform oder beziehungsweise im Guidance anschaut, wie der aktuelle Ölpreis von JFD ist, dann wird man feststellen, dass wenn man den mit dem Future vergleicht, der offensichtlich unterschiedlich ist. So, jetzt denkt man sich, naja, Moment mal, wenn die das auf dem Future referenzieren, wie kann denn das sein, dass da eine Differenz von, sagen wir mal, $2 liegt oder so? Das ist relativ schnell und einfach erklärt, denn es ist zum Beispiel im Ölbeispiel ebenfalls ein Continuous Contract. Das heißt also, es gibt kein Rollover. Es gibt Broker, die bieten ein CFD an, der dann allerdings mit einem oder auf Monatsbasis verfällt. Also es gibt einen monatlichen Verfall beim WTI, anders als beim DAX sind es 3 Monate. Und die Formel, die sich da ergibt, wie sich dieser Kurs eben berechnet, die ergibt sich wie folgt. Das ist jetzt etwas, da wollen wir nicht en Detail durchgehen, dafür ist die Zeit nicht ausreichend, aber wir sehen eben die Anzahl der Rohstoffwerktage zum Beispiel hier vom und einschließlich vorherigen Verfalldatum zum aber exklusiven Rollover-Datum, ja, multipliziert mit dem relevanten Kurs des ersten Monats und das addieren wir dann drauf auf eben diese Komponente D, geteilt durch N, ja, das ist die Anzahl der Rohstoffwerke vom und inklusive vorherigen Verfall zum aber exklusiven nächsten Verfallstermin. So, und dann hast du plötzlich eine Formel, die erklärt, wo kommt denn als dieser Preis her? Und das macht man im Endeffekt seitens des LPs nur deswegen, um dann einen Continuous Contract zur Verfügung stellen zu können. Etwas Ähnliches findet sich eben in diesem Zusammenhang auch beim DAX. Nur geben eben zum Beispiel die LPs darüber nicht unbedingt gerne Auskunft, wie sich die Berechnungsgrundlage darstellt. Warum? Naja, weil eben entsprechend dann über die Berechnungsgrundlage auch hier Aufschläge, Abschläge stattfinden, Discounts oder Agio, Disagio stattfindet, wie auch immer, an welcher Stelle, um zum Beispiel eine zusätzliche Einkommensquelle zu generieren. Die verdienen darüber Geld. Nochmal, das sind keine Samariter oder dergleichen, die verdienen da eben Geld mit. Nochmal, das interessiert uns aber nicht, weil der Kurs, auf den wir handeln, der Kurs sein sollte, an dem wir unser Trading orientieren. Die machen diese Aufschläge eben auch beispielsweise, wie ich das schon ursprünglich sagte, mit den Skontroführern, diese Aufschläge, die dort genutzt werden. Das hat auch damit zu tun, um beispielsweise gegen Arbitragegeschäfte abgesichert zu sein. Es geht nicht nur um die PNL, sondern die müssen auch gucken, dass die das Risiko, mit dem sie im Markt eben stehen, entsprechend abgesichert bekommen zum Beispiel. Und dann ist es auch so, eine zweite Komponente, um noch weiter einen weiteren Grund zu nutzen zu nennen, der dort in diesem Zusammenhang ins Spiel kommt. Es hängt zum Beispiel auch so ein bisschen ab von den Konditionen, zu welchen sich der jeweilige Liquiditätsprovider am Geldmarkt sein Geld leihen kann. Also nicht jeder LP bekommt die gleichen Konditionen bei jeweiligen Banken. Es kann durchaus sein, dass es da Differenzen gibt. Ja? Zuzüglich wohlgemerkt des Libors, das ist der London Interbank Offered Rate, das habe ich gerade auch schon thematisiert, die resultiert dann dafür, dass zum Beispiel Übernachtkosten entstehen, also Swap-Gebühren entstehen, weil Banken eben hier entsprechend was dafür zahlen müssen oder etwas dafür erhalten, dass sie Geld entweder selber leihen oder verleihen eben entsprechend. Und das ist eben etwas, was auch zum Beispiel dem Service bezahlen soll, den Produkt für einen Privatanleger anzubieten. Ja, das Risiko aber eben da auch resultieren aus dem aggressiven Hebeleinsatz, der da eben zur Verfügung gestellt wird, oder auch an den Gebühren, die zum Beispiel anfallen, wenn der sich direkt am Primärmarkt hedgt. Also wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal,
ganz einfach gesprochen eine Exposure von 100 DAX CFDs am Short bin, dann entspricht das bei einem Punktwert von 25 Euro, 4 DAXen, F-DAXen, die ich eben dann an Eurex kaufen könnte, um diese Positionierung abzusichern. Und infolgedessen ist es dann natürlich so, da stehen auch Kosten, die natürlich irgendwie in irgendeiner Form bezahlt werden wollen. So. Zusätzlich ist es so, ob das noch so ist, das habe ich jetzt gar nicht mehr so stark beobachtet, aber es gab mal eine Zeit, kann ich sagen, da ist das schon aufgefallen. Zum Beispiel Trendmärkte war, wie gesagt, oder es ist immer noch so, konnte man beobachten, dass der Liquiditätsprovider, die Liquiditätsprovider, die den DAX dann gepriced haben, dass sie den unter- bzw. oberhalb des Referenzmarktpreises taxiert haben. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum? Naja, wenn ich im Abwärtstrend mich befinde und den Markt unterhalb des Marktes taxiere, also unterhalb des Referenzmarktes, dann ist es so, dass der Kunde zum Beispiel verkauft zu einem Kurs, der unattraktiver ist und ich günstiger noch kaufe, und wenn ich dann gleichzeitig die Position direkt am Primärmarkt offsette, also das heißt mich hedge, dann habe ich natürlich sofort einen garantierten Gewinn in einem Trendmarkt, der dann entstehen könnte, und umgekehrt natürlich bei Aufwärtsbewegungen eben. Und wir haben ergänzend hierzu noch den abschließenden Kommentar. Jetzt bin ich überrascht. Ich hätte gedacht, da habe ich noch ein bisschen was, aber tatsächlich. Den abschließenden habe ich aber schon 3 oder 4 Mal gesagt, auch Chris hat es ja gesagt, ist diese Differenz zum Referenzmarkt, also die entstehen kann, durch diverse Faktoren hervorgerufen. Das hoffentlich ist hier ersichtlich geworden. Das fängt schon da oben an, bei eventuellen Fluktuationen, die wir im Xetra-DAX zu sehen bekommen. Wir sehen das in entsprechenden Angebots- und Nachfrageüberhängen, die wir an der Eurex sehen. Wir sehen das an Zinsmarktniveaus, die schwanken können. Wir sehen das an Konditionen, die LPs zum Beispiel dazu zwingen, einen Aufschlag, einen Abschlag eben vorzunehmen auf das Pricing, was sie haben. Ja, wir haben in diesem Zusammenhang also Cost of Carry generell, die ein Thema sind. Wir haben die Marktbedingungen, die dabei eine Rolle spielen können. Es kann sein, dass dort verschiedene Kontraktmonate herangezogen werden, um zum Beispiel eine Continuous Struktur, eine fortlaufende Struktur zu bilden. All das spielt eben beim Pricing eines CFDs eine Rolle und sorgt für die Differenzen zum Kurs, den ich an der direkten Börse sehe. Also Xetra-DAX, das mathematische Produkt, beziehungsweise im F-DAX eben entsprechend. Spielt diese Differenz eine Rolle? Nein, es tut sie nicht, weil, außer, wie gesagt, ich möchte den LP ausarbitrieren und direkt gegen ihn handeln. Normal ist es legitim, diesen Gedanken zu fassen, aber etwas, was nicht besonders gerne gesehen wird seitens der LPs. Andernfalls spielt es keine Rolle, weil sich diese Bedingungen dann wieder nicht ausreichend schnell ändern, dass sie auf mein Trading im CFD-Bereich eine Auswirkung haben. Und deswegen sollte ich, wenn ich eben entsprechend ein CFD handle, auch ausschließlich auf diesen CFD-Preis eben tatsächlich schauen und mich bei meinem Stop-Management und dergleichen eben auch daran orientieren. Das erkläre ich auch in meinem Morning-Meeting bei den kurzfristigen Trades, die ich ja da formuliere, zum Beispiel die Äquidistanz. Wenn ich in Xetra Open zum Beispiel sage, dann sage ich, es ist der erste Tick um 9 Uhr. Wenn der jetzt bei, sagen wir mal, 12.803 liegt, okay, ja, dann lag der echte Xetra vielleicht bei 12.801. Ich gehe jetzt davon aus, geht der Markt, steigt der 20 Punkte, dann liegt das Tageshoch bei mir bei 8,23 und lag bei der echten Xetra, beim echten Xetra-Kurs zum Beispiel bei 8,21. Und das ist, wie gesagt, etwas, was eben dann keine Rolle spielt, ja, im tatsächlichen Trading. So, das wäre es meinerseits gewesen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Wow. Wie gesagt, ein Teilnehmer hat sich auch herzlich bedankt für die Erklärung eines Trockengebiets. Es ist sicherlich ein zähes Thema. Wir hätten das sicherlich auch noch grafisch hier und da noch punktuell noch aufreißen können. Ich meine, der Punkt ist einfach, dass es hoffentlich angekommen ist. Auch dein Vergleich vorhin, ich sag mal, mit dem WTI-Öl oder mit dem Öl generell als CFD ist jetzt dann auch nicht so weit hergeholt, weil ja tatsächlich da eben auch Preisdifferenzen vorherrschen und natürlich auch, ich sag mal, die Auffälligkeit dessen ist, dass der Terminmarkt ein realer, echter Markt ist und ein CFD darauf letztlich eine Ableitung. Und auch wenn es darum geht, dass der Xetra-Kurs beispielsweise, der Xetra-Kurs echt sozusagen von unserem DAX-CFD Xetra abweicht, dann ist es sicherlich so, dass der mehr oder weniger auch bei anderen Brokern immer eine kleine Differenz eben vorhaben wird. Und wenn es wirklich eine 1-zu-1-Match ist, dann stelle ich mir schon die Frage, ob
der Broker dann, wie er denn den CFD auflegt. Ja? Also sichert er sich ab oder wenn er wirklich eins zu eins das spiegeln will, wie macht er das denn hinten raus? Weil genau das, was Jens auch schon mehrfach sagte, es ist letztlich der Kapitalmarkt und das ist hier kein Samariterbecken. So ist jeder daran informiert, natürlich Rendite zu erzielen und die Skontoführer bzw. die Börsen, die Primärbörsen bzw. die Market Maker haben natürlich ein Interesse mit ihren Geschäften, ja, mit ihren Differenzgeschäften sozusagen auch natürlich Geld zu verdienen und da ist es ein Geben und Nehmen und da muss man versuchen, eben gut aus der Nummer rauszukommen. Und nochmal, eine 1-zu-1-Spiegelung wird es meines Erachtens nicht geben im CFD-Bereich. Wie gesagt, gibt es da eben aus genau den Gründen, die du hier wirklich sehr transparent und offen und auch, ich sag mal, durchaus tief erklärt hast, Jens, eben hier dann herrühren, dass es eben gewisse Unterschiede, gerade in Sachen des Endlos-Produkt-CFD, was eben angeboten wird bei uns im Kontext zu den ganzen sich möglichen hedgebaren Produkten am Future-Markt eben sich ergeben, dass es da eben Differenzen gibt, beziehungsweise hier die Anbieter der CFDs, die Liquiditätsanbieter beziehungsweise Market Maker eben hier dann einen gewissen Aufschlag draufhauen, beziehungsweise hier mit einer Spread-Differenz arbeiten im Vergleich zum echten Pricing, die man sozusagen hier akzeptieren muss. Letztlich ist es ganz, ganz klar, dass man beim CFD-Markt immer am OTC-Markt agiert, immer mit einem Market-Maker arbeitet, aber wir bei JFD eben hier einen Weg gefunden haben, das eben ohne Interessenskonflikt darzustellen. Und ihr dürft auch eins wissen, wenn es Abweichungen gibt, wenn ihr euch als Kunde unberechtigt gehandelt führt, wie gesagt, ich bin ja für den deutschsprachigen Raum zuständig und ich kriege viel mit, auch wenn Kunden da, sage ich mal, ein Problem mit der einen oder anderen Sache hatten. Wir sind hier immer bestrebt, im Kundeninteresse zu agieren und wir kontaktieren auch den Liquiditätsanbieter im Sinne des Post-Trade-Reports, wenn es da irgendwelche Ungereimtheiten gab und glaubt mir, wir sind im Sinne des Traders aktiv und werden dann immer eine Lösung suchen, um euch da auch wieder gut aus der Nummer rauszuholen, wenn der Liquiditätsprovider einen Fehler gemacht hat. Ja, das sind wir als Broker, weil wir arbeiten ja auch als Quelle des Lieferungs sozusagen, wir sorgen ja dafür, dass er seine Produkte auch an den Mann bringen kann und dass es natürlich ein reges Geschäft gibt und wir haben schon überdurchschnittlich viele profitable Händler im Vergleich zu anderen Brokern, das weiß der LP auch und insofern ist es immer wieder eine besondere Herausforderung und trotzdem wollen wir, wenn es dann eine Differenz gibt oder der Kunde ein Problem hat, immer im Kundeninteresse auch an den LP rantreten und sagen, Moment mal, hier ist irgendwas nicht ganz koscher gelaufen und da arbeiten wir und versuchen auch immer im Kundeninteresse eine Lösung herbeizuführen und eben auch in den Kontext mit den LPs zu gehen. Welcher Broker macht das denn? Also wir haben, wie gesagt, ein großes Interesse, dass wir hier mit euch gemeinsam an einem Strang ziehen. Und Elena, du schreibst gerade unten, wie kann ich denn feststellen, ob der Broker gegen mich handelt? Schlussendlich ist es so, dass du einfach mal den Broker fragen darfst, ob er denn hier einen Trading Report, einen Post-Trade Execution Report anbietet, sprich einen Ausführungsreport zu deinem Trade, sprich wann ist er rausgegangen, an wen ist er rausgegangen oder Moment mal, ist er überhaupt nicht rausgegangen, hast du als Broker das vielleicht in dein eigenes Buch genommen und wolltest an meinem Verlust partizipieren, Fragezeichen. Ich glaube, die Masse der Broker wird, wie gesagt, hier sowas nicht darstellen. Wir bei JFD waren die Ersten, die den Post-Trade-Report eingeführt haben, im Sinne der Transparenz, um hier wirklich ein Alleinstellungsmerkmal nach oben zu pushen, was uns eben auch wirklich da auszeichnet. Und wie du sagst, Jens, seit 2011 ist JFD auf den Beinen. Unsere Geschichte dessen, dass wir nicht exponentielles Wachstum aufgrund dessen, dass wir uns Kundenverluste einverleiben, generieren, gibt uns aber recht, dass wir vom Markt, von den Tradern eben auch gut angenommen werden im Sinne der Transparenz, dass wir eben hier ein anderes Geschäftsmodell fahren und hier sind wir auch glücklich drüber und das sollst du einfach mitnehmen, dass wir hier immer nach wie vor das Interesse haben, mit euch da gemeinsam erfolgreich zu werden. Insofern hoffe ich, das Trockengebiet ist gut rübergebracht worden. Wie gesagt, ich wollte es nicht als Monolog machen, gerade mit Jens seinen Skills und Jens hat es, wie gesagt, auch hier schön zusammengefasst. Auch da nochmal meinen Dank an dich, Jens. Du hast, wie gesagt, auch themenübergreifend versucht, das mit Bitcoins in den Kontext zu bringen, mit den Rohstoffmärkten. Das hängt ja mehr oder weniger eben zusammen, wenn man Präsenzbörsen hat, Präsenzmarktplätze, die dann wiederum mit einem Derivat abgedeckt werden. Ein umfangreiches Thema, deswegen haben wir auch ein Stück weit überzogen. Wir haben 45 Minuten angesetzt, 60 Minuten vielleicht, jetzt sind es fast anderthalb Stunden geworden. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir euch da was mitgeben konnten, dass es euch gefallen hat und wir sind jederzeit bereit, natürlich auch eine Wiederholung zu finden, hätte ich das fast schon gesagt. Achtet heute, meine lieben Leute, auf die US-Notenbank, 20 Uhr FED, 20:30 PK-Pressekonferenz, da kann es auch nochmal volatil zur Sache gehen. Bleibt spannend, ist spannend. Ich sage Jens, danke für dein heutiges Dabeisein, für die Abendsession, die wir uns hier sozusagen gegönnt haben. Freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst und es wird nicht das letzte gemeinsame Webinar gewesen sein.
danke an dieser Stelle, Jens. Nochmal dein Wort zum Sonntag und dann würde ich auch so langsam das Ende finden. Es hat mich riesig gefreut. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mit einem Schmunzler, aber das wollte ich dir noch lassen, das Wort auf jeden Fall. Danke dir, wie gesagt, fürs Dabeisein. Danke auch für das positive Feedback. Wie gesagt, es ist eine relativ trockene Materie, aber ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und seid euch sicher, wie gesagt, wir ziehen an einem Strang und wenn ihr erfolgreich seid, dann sind wir auch glücklich darüber. Und wie gesagt, da haben wir kein Interesse dran, auf der Gegenseite zu stehen. Also, euch einen schönen Mittwoch morgen. Für jeden, den es betrifft, einen schönen frohen Leichnam. Vielleicht eventuell ein verlängertes Wochenende mit Brückentag. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Jens hört es ja schon früher wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit. Auf bald, euer Chris Kämmerer und Jens in diesem Schlepptau. Jens Glatt, danke nochmal fürs Dabeisein. Auf bald und beste Grüße an alle. Macht's gut, bis dann.